Hallo Leute, es geht weiter mit Remember Me. Wir haben zuletzt den Hubschrauber-Typen fertig gemacht und können jetzt hier weiter. Ich habe übrigens hier diese komischen, die ich immer Fernseher nenne oder sowas, da habe ich entdeckt, dass das immer so unsere nächsten Zielorte sind oder so. In einem anderen Let's Play, als ich mal da reingeschaut hatte, da habe ich gesehen, dass der dann immer anhand dieser Bilder es geschafft hat, irgendwie zu wissen, was als nächstes kommt, wo man hin soll. Dafür sind die da. Das ist mir aber bisher nie aufgefallen. Also, dass das so der nächste Zielort oder irgendwas sein könnte, wo man hin will. Oder irgendwelche Secrets, ich weiß es nicht. Anscheinend soll ich aber zu einer gelben Kiste gelangen können. War jetzt hier eigentlich noch was zum Einsammeln? Denn dann werde ich es jetzt tun. Ich habe ja doch viel übersehen bei den letzten Malen. Und naja, das wäre halt doof, wenn das wieder passiert. Da kann ich nicht hoch. Da ist doch gar nichts zum Hochklettern. Ich denke, das ist schon ganz gut hier. Wo sind wir jetzt drin? Oh la la. Voll Hightech hier alles. Irgendwie gefällt mir das. So diese Zukunftsvorstellung. Nicht, dass ich alles, was so Science-Fiction-mäßig dargestellt wird, gut finden würde. Aber es ist allemal spannend und interessant, was es später alles so geben könnte und wie alles dargestellt wird. Und ich glaube, dass das, was man hier sieht, jetzt auch nicht allzu weit entfernt ist. Also Roboter und sowas gibt es ja schon, die gebaut werden, und diese digitalen Bildschirme sieht man auch schon ganz oft. Also das denke ich schon, dass das eine Möglichkeit ist, wie es in der Zukunft sein könnte. Okay, diese ganzen Androiden hier, die mich auch angucken, während ich laufe. Sowas finde ich ja auch mal ein bisschen gruselig. Also wenn zu viele von denen rumstehen, finde ich das auch gruselig. Und das ist so ein Staubsauger. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind und was wir sollen. Ich laufe hier einfach mal rum. Ich gehe hier durch. Also es wird einem schon sehr viel Hilfestellung gegeben, dass man weiß, wo man lang soll. Also auf Dauer verirren kann man sich gar nicht so. Ich weiß nicht, ob ich... Kann ich hier ganz runter? Nee, weil... Also ins Wasser kann sie anscheinend auch gar nicht. Das hat man vorhin im letzten Part gesehen. Ah, cool. Was ist hier los? Mal ein bisschen Mucke. Hier haben wir auch selten. Wir haben zwar den Soundtrack des Spiels, aber selten so, ne? In-game. Spielmusik. So. Nee, das geht noch weiter bestimmt auch. Sie lässt es nur aus Versehen noch immer manchmal los. Oder ich drücke nicht stark genug. Trace hat die Zentrale mit Kugeln durchsiebt. Dieser Irre. Oh. Immer welche, die uns kriegen wollen. Verwandlungskanalien. Macht euch nützlich. Schnappt sie. Ja. Ja. Geht. Wer sind die denn jetzt wieder? Ach, das ist wieder so einer. Okay. Ich bin schon wieder kurz vorm Sterben. Nein, nicht noch mehr.
mache eine Logikbombe. Und hau ab, so schnell ich kann. Nein, 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 ich bin hier nicht mit dabei. Gib mir Mühe, nicht zu sterben, auch wenn das hier echt schwer ist. Er nervt mich sowieso am meisten hier. Und er klaut mir auch immer am meisten Energie. Und ich kämpfe auch gerade lieber so, weil dann kriege ich wieder welche wieder. Nein. Oh, oh. Oh, wo kommen die denn her? Oh, ich bin voll im Mistbereich hier. Alter, jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los hier. Ich brauch doch mal eine Raserei so zwischendurch. So, das waren die. Jetzt kommen die. Mist. Jetzt kann ich auch meine Dings-Attacke wieder machen. Und dann greifen die sich gegenseitig an. Das fand ich jetzt gut. War ein großer Schuss. Na komm. Zeit für etwas Neuromantie. Aktiviere Captain Traces Reminiszene. Sein geborstenes Gedächtnis soll sprechen. Ich finde, dafür, dass ich sonst immer halt schnell sterbe, habe ich das jetzt ganz gut geschafft. Das Synchronisieren, ich vergesse immer, wie das geht. Oh, immer wieder dasselbe. Wie er geht. So voll so cool, lässig. Steht ja sogar drauf. Wieso drücke ich immer den falschen Knopf? Mhm. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier in unser Combo-Lab, denn wir können ja anscheinend schon wieder etwas hier einbauen. Oder besser noch, wir können etwas freischalten. Tja, Heilung ist ja ganz gut, Kampf. Ich nehme mal wieder so ein Zeitdings, obwohl... Nee, eine Ketten. Kette ist noch besser. Ja, das machen wir, so eine Kette, weil, dann macht man das ja auch nochmal immer doppelt, was man gemacht hat, ne? So. Und wir hatten jetzt gar keine mehr drinne, weil ich das damals umgestellt habe. Ja, wie mache ich das denn jetzt mal am besten? Hinten ist immer gut, wenn da eine Attacke bleibt. Die kann auch bleiben. Und können wir da jetzt nicht noch so eine ransetzen? Die wird nämlich verkoppelt jetzt. Heilung mit dem zusammen... Ich weiß nicht. Möchte ich aber da eine Kette haben? Dann wird ja alles, was vorher ist, nochmal wiederholt. Dann packe ich hier jetzt mal lieber einen Angriff rein. Da möchte ich eigentlich einen Angriff haben.
Oder da mache ich eine Heilung rein. Nee, es irritiert mich jetzt. Hier hätte ich gerne Heilung. Den. Und hier hätte ich gerne eigentlich eher einen Angriff, damit der Angriff wiederholt wird. Kann ich das denn hier nicht nochmal machen dann? So, jetzt habe ich da Heilung. So am Anfang und zwischendurch nochmal und ansonsten eher so mehr Angriff. Ich denke, das könnte ganz gut sein. Y, keine Ahnung. Mhm, ja, das ist in Ordnung. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Was? Meine erste? Meine zweite friert ein bei Absolut. Hä? Was soll ich jetzt machen? Meine dritte hat all ihre Sinne. Das verstehe ich nicht. Was willst du von mir? Meine vierte steppt wie eine Spinne. Ach so. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Okay. Wie viele Beine hat noch mal eine Spinne? 6? 8? Ich weiß es nicht. Ich hasse Spinnen. Ich brauche das nochmal, damit ich weiß, was nochmal die erste ist. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Was? Erste ist von allen zusammen? Meine zweite friert ein bei Absolut. Bei Absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Dann ist das ja wohl die erste, die hier, oder? Meine vierte steppt wie eine Spinne. Nee, das ist der Aktivierungscode. Alles in allem gehe ich durch eine Tür. Ich glaube, der in der Mitte ist der Aktivierungscode. Ja, dann geht die Tür auf. Wie, was meinte er mit meine erste ist alle zusammen? Und das geht mir auch viel zu schnell. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine erste ist die zweite von allen zusammen? Was? Meine zweite friert ein bei Absolut. Mhm. Meine dritte hat all ihre Sinne. Hat all ihre Sinne? Meine vierte steppt wie eine Spinne. Ich kapier nicht, was hier ist. Echt Und nicht. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Wie kacke ist das, ganz ehrlich. Die erste ist... Irgendwie... Hä? Wahrscheinlich ist es voll einfach, wenn man es weiß. Aber für mich ist das gerade so, welche soll ich denn nehmen? Und welches ist das mit allen Sinnen? Alle Sinne? Wie viele Sinne hat man denn? Schmecken? Fühlen? Riechen? Hören? Sehen? Ich glaube 5. Habe ich jetzt was... Also sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Ich glaube 5. 4, 5. Ich sag mal 5. Und Spinne sage ich jetzt einfach mal 6. Wenn es falsch ist, nehme ich 8. 6, glaube ich. Und was ist das mit dem ersten? Das kapiere ich auch nicht. Hm? Meine erste ist zweite von allen zusammen. Das ist die zweite von allen zusammen. Ach so, also 9. Meine zweite friert ein bei Absolut. Friert ein bei Absolut? Meine dritte hat all ihre Sinne. Moment. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Zweite von allen zusammen. Also meine Nummer 2 einfach ein nur? Bei Absolut. Ich weiß es immer. Meine dritte hat all ihre Sinne. Ich weiß es einfach nicht. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Ich weiß es nicht. Zweite von... Und alles in allem gehe ich ja, durch ja. eine Tür. Aber was? Die zweite von allen zusammen. Also 9 durch 2 wird es ja wohl nicht sein. Und 2, wenn alle zusammen... Aber alle zusammen sind 10. Oder nur 9. Aber hier unten ist ja 1 und 0. Aber bei 1 fängt es an.
ne? Hm. Oder sollen es 10 sein? Wenn es 10 sind... Und die zweite von allen zusammen... Hm. Dann könnte es auch 4 sein. Setz es mal zurück. Nee, setz es mal zurück. Genau. Zweite. Ich weiß nicht, wenn man halt 10 durch 2 und so... Ich weiß nicht, ob das so kompliziert ist, was ich jetzt hier mir denke, aber... Ich versuch's einfach mal. Und dann... Das mit dem Einfrieren, das habe ich ja überhaupt nicht kapiert. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei absolut. Absolut. Bei null vielleicht? Meine dritte hat all ihre Sinne. Hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Und dann nehme ich jetzt einfach mal 6. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Das war aber nicht richtig. Bestimmt ist das erste, nee, zweite. Meine zweite ist von allen. Hm. Ich nehme mal einfach die 2. Ich check's einfach nicht mit der. Ich check's eigentlich bei einigen hier nicht. Mit dem Einfrieren, das kapier ich auch nicht. Und dass du hier. Ja, super, jetzt hast du es ausgewählt. Ganz toll. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Oha, ich glaube, ich hab's geschafft. Es waren 8 Beine einer Spinne. 8. Alexis, 8. Ja, das finde ich gerade richtig gut, dass ich das geschafft habe. Richtig gut. Super. Ja, was hatte ich genommen? 2? Also das zweite von, egal was, von 9 oder 10, auf jeden Fall Nummer 2. Dann absolut war die 0. Was kam dann? Dass die Sinne, 5 Stück hatte man und dann die Spinne mit ihren 8 Beinen. Das ist es also. Rückverwandlung. Cilla Cartier-Wells großes Projekt. Lieber, die zu gehorsamen Wegwerfinstrumenten gemacht wurden. Finde die Schlampe und schneid ihr das verrottete Gehirn heraus. Ich weiß ja nicht so langsam, ob man dem Edge so trauen kann. Ich bin mir da auch nicht mehr so sicher. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Saberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten 2-stellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Lady Cartier Wells ist also eine Superbitch. Wo soll ich da hinten lang? Da ist eine Drohne, da komme ich irgendwie nicht lang. Ich gehe mal den anderen Weg. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Saberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Hier genau dasselbe. Unsere Prognosen erwarten 2-stellige Margen im nächsten Quartal. Ich weiß aber nicht, wo ich lang soll. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Hm, wo kann ich denn lang? Jetzt bin ich hier schön reingekommen und komme nicht weiter. Warum kann ich die nie einfach angreifen? Ist voll doof. Komme ich hier nicht irgendwo rein? Den gelben Knopf, der funktioniert auch nicht.
Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Oh, das war knapp, aber anscheinend kann ich hier rein. Eure Familien stehen unter Saberschutz. Und das unser geht's Terminplan ja auch ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt. Ich wollte da eigentlich noch schnell in die Lücke rein. Ups, bin jetzt auch noch an mein Mikro gekommen hier. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen. Ja, ich kann es ja auch von der Seite versuchen. Ist ja jetzt egal. Aber ich komme anscheinend weiter. Ich sehe noch nicht, wohin. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Das ist das Problem. Ich sehe das nicht. Ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt muss irgendwo da hinten sein. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also, Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Lauf. Okay. Lady Katia Wells ist also eine Superbitch. Wie weit kann ich? Da kann ich nicht rein. Hier kann ich rein. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Ach, ich kann hier vorne da vorbeilaufen. Wenn der hier ganz vorne ist, komme ich da dran vorbei. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Uiuiui. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. So, unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also, Leute, lasst uns die Welle reiten und auf der saftige Seite. Gewinne einfahren. Ziel erreicht. Edge, ich fand das Büro dieser Drecksau. Tja, vor ihrem tragischen Unfall war diese Frau echt ein guter Mensch. Vielleicht sollte ich sie vergessen lassen. Das heilt nicht die physischen Narben. Nein, sie hat die Schuld an dem Unfall. Dämpfe ihre Bitterkeit. Sie muss aufhören, die Welt dafür zu hassen, was ihr passiert ist. Da geht es hin. Philipp, ich will eine Liste aller Mitarbeiter, die trotz meiner Anordnungen gegangen sind. Ja, Madame. Sonst noch etwas? Das war's erstmal. Schwache, dämliche Schafe. Unfähig, das geringste Unbehagen zu ertragen. Ihr werdet unsere Traumalöscher mehr ersehnen als ein Glas Wasser in der Wüste. Eure Verzweiflung schafft mein Vermögen. Ich habe keine Angst. Ich vergesse nichts. Okay, als nächstes werden wir die Erinnerung von Skylla Katia Wells remixen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Beim nächsten Mal. Bis dann.